Mohammed hat nicht nur religiöse Lehren vom Himmel herabgeholt und im Koran festgehalten, sondern auch politische Leitsätze, bürgerliche und strafrechtliche Gesetze, wissenschaftliche Theorien. Das Evangelium spricht hingegen nur von den allgemeinen Beziehungen der Menschen zu Gott und untereinander. Außerhalb dessen lehrt es nichts und verpflichtet es zu keinem Glauben. Das allein genügt, neben unzähligen anderen Gründen, um zu zeigen, dass die erstgenannte dieser beiden Religionen in Zeiten der Aufklärung und der Demokratie nicht lange herrschen kann, wogegen die zweite in solchen Zeiten wie in allen anderen fortzudauern bestimmt ist. Suleyman Bachedian, was fällt Ihnen zu dieser Diagnose ein? Sie ist ja so alt wie die Welt. Diese hier stammt aus dem 19. Jahrhundert von Alexis de Tocqueville. Und in diesem Fall zitiere ich ihn ausnahmsweise sehr ungern. Ja, genau. Dieser Gegensatz ist so alt wie die Welt. Und außerdem ist es ein künstlich hergestellter Gegensatz. Sowas lässt sich ganz einfach konstruieren, indem man behauptet, mit dem Koran verhält es sich so und so, aber mit dem Evangelium sieht es ganz anders aus. Vereinfacht gesagt, das Evangelium ist auf der Höhe der Zivilisation, während der Koran sich anmaßt, ein bürgerliches Gesetzbuch zu sein und in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Richtig. Und dann heißt es, der Koran und seine Lehre sind absolut unvereinbar mit Aufklärung und Demokratie. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, der Koran ist nicht auf Wunder gegründet. Ja. Und tatsächlich, der Islam ist, weiß Gott, eine ausgesprochen rationale Religion, sogar rationalistisch. Er lehnt Wunder ab. Das einzige Wunder ist der Koran. Und das wird dann mit anderen Religionen verglichen, die auf Wundern basieren. Wunder im Sinne von Verstoß gegen die Naturgesetze? Genau. Über das Wasser gehen, solche Sachen? Richtig. Dinge, die dem Verstand zuwiderlaufen, die irrational und vernunftwidrig sind. Und auf diese Weise entsteht ganz leicht so ein Gegensatz. Etwa so, der Islam ist eine vernunftbestimmte Religion, aber im Christentum werden Dinge zusammenfantasiert, die gegen jedes Naturgesetz verstoßen. Genau. Solche Gegensätze werden künstlich hergestellt. Und sie werden immer so hingebogen, dass man damit genau das beweisen kann, was man will. Dabei geht es bei der Frage, ob eine Religion vereinbar ist mit Demokratie und Aufklärung, überhaupt nicht um das Wesen einer Religion, sondern um ihre historische Entwicklung. Darum, wie sie ausgeübt wird. Und um ihre Geschichte. Wie das funktioniert, sehen wir uns gleich genauer an. Wir sprechen nämlich heute über den Islam und auch darüber, wie man einen Vers aus dem Koran deuten kann. Aber was antworten Sie jemandem, der in aller Unschuld zu Ihnen sagt, ich habe nichts gegen den Islam, aber... Ja. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass der Koran sich anmaßt, Bereiche zu regeln, in die die Religion sich nicht einzumischen hat. Seht euch nur mal an, wie es in den sogenannten muslimischen Ländern zugeht. Was antwortet man jemandem, der so argumentiert? Und dann noch erklärt, die Kirche lehrt schon lange nicht mehr, was wir im Alltag zu tun und zu lassen haben. Und sie verfügt auch nicht darüber. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts, zumindest in Frankreich. Ja, genau darum geht es. Wir haben uns unmerklich von dem Tocqueville-Zitat entfernt. Jetzt reden wir über den Koran und die historische Umsetzung religiöser Lehren. Ja. Tatsächlich gibt es heute muslimische Staaten, die behaupten, unsere Verfassung ist der Koran. Und im Namen dieser Verfassung, die gar keine ist, bestimmen sie über das gesellschaftliche Leben. Das sieht dann so aus, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen und so weiter. Kommen Sie. Aber was hat das tatsächlich mit dem Koran zu tun? Das ist doch die einzige Frage. Ja, genau. Trägt der Koran vielleicht den Keim zu seiner eigenen Fehlinterpretation in sich? Zu seiner wörtlichen Auslegung? Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte Scharia. Ja. Die Gesetzgebung. Aber im Koran kommt überhaupt keine Scharia vor. Jetzt werden viele erstaunt sein, die bisher dachten, aber die Muslime... Im Koran gibt es keine Scharia. Nein. Es gibt kein Kapitel mit der Überschrift Scharia oder sowas. Wenn jemand sagt, wir handeln im Namen der Scharia, kann er sich nicht auf eine Passage aus dem Koran berufen.
Oder alle, die behaupten, wir brauchen einen islamischen Staat. Ein islamischer Staat ist im Koran nicht vorgesehen. Der Koran enthält sehr viel weniger Gesetzgebung bzw. Verse, die in diese Richtung gehen, als Tocqueville behauptet. Hier haben wir so einen Vers. In Ihrem Buch führen Sie vor, wie ein hermeneutischer Zugang funktioniert. Und das machen Sie am Beispiel dieses Koranverses. Das ist sehr spannend, denn es zeigt, wie grundlegend die Hermeneutik, die Arbeit des Deutens und Interpretierens ist. Ein Text taugt nichts, bevor er nicht gedeutet wird, wenn er als absolute Wahrheit daherkommt. Er lebt von der Interpretation. Ja. Aber wie kann eine Interpretation die Zweideutigkeit dieses Koranverses zum Leben erwecken? Die Deutung, um die es hier geht, ist nicht von mir. Sie stammt von einem großen Philosophen am Ende des 12. Jahrhunderts, Ibn Rushd, besser bekannt unter dem Namen Averroes. Er hat den Vers anders gelesen als die meisten Kommentatoren. Dabei hat er ihn nicht einmal interpretiert, nur gelesen. Es ist ein Vers, der vom Koran selbst handelt. Der Koran ist nämlich ein ausgesprochen selbstreferenzielles Buch. Im Koran geht es ständig um den Koran, um seine Sprache und so weiter. Und in diesem Vers ist davon die Rede, dass es Verse gibt, die in ihrer Bedeutung offensichtlich sind, andere dagegen eher dunkel. Wo ist das genau? Hier geht es los. Ja. Dort heißt es, die Deutung dieser Verse weiß jedoch niemand. Aber wer weiß sie dann? Ich lese das mal auf Arabisch vor. Gerne. Und zwar auf zwei verschiedene Arten, um zu zeigen, wie Averroes vorgegangen ist. Hier steht, hier kann ich absetzen und dann weiterlesen. Und so weiter. Oder ich lese das Ganze im Zusammenhang. Unterbrechen oder ohne abzusetzen? Richtig. Okay. Im ersten Fall lautet der Satz dann so. Die Deutung weiß jedoch niemand als Allah. Bei Allah höre ich auf zu lesen. Danach kommt, und die, die ein gründliches Wissen haben, sagen, hier fängt dann ein neuer Satz an. Mit der zweiten Lesart dagegen ergibt sich Folgendes. Die Deutung weiß jedoch niemand als Allah und die, die ein gründliches Wissen haben. Der Text ist offen für beide Lesarten, denn es gab damals keine Zeichensetzung. Nein, ursprünglich nicht. Es gab noch nicht mal diakritische Zeichen. Das sind diese Punkte hier. Die zwei Buchstaben gegeneinander abgrenzen. Das ist der einzige Unterschied. Hier sind die zwei Punkte über dem Buchstaben, hier darunter. Ursprünglich gab es diese Zeichen nicht. Sie wurden erst später hinzugefügt. Um das Lesen zu erleichtern? Ja, dann hat man auch eine Interpunktion eingeführt. Jedenfalls ermöglicht dieser Text zwei Lesarten. Bei der ersten würde man hier einen Punkt setzen. Die Deutung weiß jedoch niemand als Allah und die Wissenschaft tut, was sie kann. Oder aber, nur Allah und die Gelehrten wissen die Deutung. Der Rationalist Averroes entscheidet sich für die Lesart nur Allah und die Gelehrten. Er geht davon aus, dass der Koran sich an die Menschen richtet. Warum sollte Gott den Menschen etwas mitteilen, was für den menschlichen Verstand gar nicht zu erfassen ist? Hier haben wir es also mit dem Glauben an die Vernunft zu tun, an die Fähigkeit des Menschen zu begreifen. Das ist eine Strömung des Islam. Es gibt sogar mehrere. Wie die sogenannten Mutaliziten. Ja, das ist die Fortsetzung dieser theologischen Tradition. Es gibt also eine islamische Schule, die, wie Leibniz, von der Vereinbarkeit von Glauben und Vernunft ausgeht. Und zwar zugunsten der Vernunft. Ja, denn Averroes ist der geistige Vater der sogenannten doppelten Wahrheit. Er hatte die Idee, dass eine Wahrheit nicht im Widerspruch zu einer anderen stehen kann. Er sagt, Gott hat uns nicht mit Verstand ausgestattet und mit der Fähigkeit, die Wahrheit herauszufinden, um uns eine Religion zu offenbaren und damit eine Wahrheit, die für den Verstand nicht hinnehmbar ist. Aber wir haben ja gerade gesehen, der Koran eignet sich nicht nur bestens für eine hermeneutische Herangehensweise, es ist sogar ganz entscheidend, dass man sich ihm so nähert. Man muss dabei nur aufmerksam lesen und ein Auge für die Schwachstellen haben, für die mehrdeutigen Passagen. Da stellt sich doch die Frage, was ist das für ein Gott, der da spricht?
Dieses Bild stammt aus einem Film von Marjane Satrapi. 2001 löste er im tunesischen Fernsehen einen Skandal aus. Man fragt sich, warum. Allerdings. Der Film heißt Persepolis und darin erzählt die Regisseurin ihre eigene Geschichte, als sie noch ein kleines Mädchen war. Vor allem ein Gespräch mit Gott, in dem er ihr erklärt, du bist noch auf der Suche nach dir. Ein Gott wie ein gutmütiger, sympathischer Psychologe. Und dieses Bild hat dann dieses Bild hier nach sich gezogen. Wahnsinns-Protestaktionen. Der Chef des tunesischen Senders Nesma TV musste ein symbolisches Bußgeld von 2.400 Dinar, also 1.200 Euro, zahlen, weil er die Ausstrahlung des Films zugelassen hatte. Noch eine Frage, bevor wir zu den Gründen für den Skandal kommen. Warum wird Gott im Islam nicht dargestellt? Nun, und ist das tatsächlich so? Weil es sich bei Gott um etwas Transzendentes handelt, so würde ich das auf die Schnelle erklären. Andere Formen der Transzendenz können sich mit einem Bild Gottes gut arrangieren, wie das Christentum. Oh ja, aber im Islam steht dahinter die Befürchtung, dass eine Art Idolatrie entsteht. Dass die Einzigartigkeit Gottes von Götzen bedroht wird, indem man ihn darstellt. Ja, das ist eine tief sitzende Vorstellung. Nicht nur die Darstellung Gottes, sogar die des Menschen ist nach islamischer Vorstellung eine heikle Angelegenheit. Zumindest für manche Strömungen. Aber in unserem Fall hier fragt man sich wirklich, warum. Das Bild steht doch für etwas anderes. Es stellt eine persönliche Beziehung dar, die eines kleinen Mädchens, einer Heranwachsenden, auf der Suche nach sich selbst. Zu einer Art Mentor, und das könnte auch jeder andere sein. Es ist eine Projektion. Sicher. Ihrer eigenen Vorstellung von Gott. Und ihrer Ratlosigkeit. Man könnte sagen, sie selbst erschafft diese gütige Großvaterfigur, die ihr alles erklärt und so weiter. Aber heutzutage scheint es berufsmäßige Empörte zu geben, die solche Demos hier organisieren, um sagen zu können, seht her, wie entrüstet ich bin. Die Welt ist voll von Gotteslästerern. Sie lauern geradezu darauf. Das ist leider inzwischen gang und gäbe. Das führt auch dazu, dass manche so tun dürfen, als wüssten sie etwas, was andere nicht wissen. Und das ist ja an sich schon ein Missbrauch der Sprache. Liegt nicht ein Widerspruch darin, wenn man sich als Bewahrer des göttlichen Willens fühlt? Oder sogar behauptet, dass Gott es als Sünde ansieht, wenn jemand ein Bild von ihm zeichnet? Wer kann denn wissen, was Gott über eine Zeichnung oder meinetwegen auch eine Karikatur von ihm denkt? Ist das nicht eine ziemlich armselige Vorstellung von Gott, wenn man unterstellt, dass er über ein Bild von sich selbst erbost wäre, selbst wenn es eine Karikatur ist? Auf jeden Fall. Genau wie Sie sagen, sich selbst für den Bewahrer des göttlichen Willens zu halten, sich anzumaßen, das Werk Gottes auszuführen, ist ausgesprochen arrogant. Was löst der Blick dieses Kindes in der Bildmitte in Ihnen aus? Oder das Kind hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Eben. Und was löst es in Ihnen aus, dieser Blick? Finden Sie ihn erschreckend oder hoffnungsvoll? Es schaut genau ins Objektiv, mit undurchdringlichem Blick. Man sieht genau, dass es noch ein Kind ist, aber es trägt ein Kopftuch. Sie fragt sich, was sie da tut, auf den Schultern ihres Vaters, und sie versteht nicht, was vor sich geht. Ich glaube, sie ist hier allein unter lauter Männern, aber sie ist noch ein kleines Mädchen. Ja, sie gilt noch nicht als Frau, aber sie ist das einzige weibliche Wesen dort. Und das einzige Kind, Huckepack, genau vor dem Objektiv. Das hat etwas Beklemmendes. Ja, nicht wahr? Ja, beklemmend. Genau wie vorhin bei dem Zitat von Tocqueville, als ich gefragt habe, was würden Sie jemandem antworten, der sagt, ich habe nichts gegen den Islam, aber man muss doch zugeben, der Islam, das ist die Scharia und die Scharia ist ein Gesetzbuch. Das Evangelium dagegen, das sind nur die 10 Gebote und die halten sich im Wesentlichen aus dem täglichen Leben raus. Aber diese These ist im höchsten Maße anfechtbar oder vielmehr falsch. Anfechtbar, weil falsch. Ich erweitere meine Frage von vorhin und möchte gern von Ihnen wissen, in welchem Maße sind im Islam solche Exzesse schon angelegt? So wie eine Religion den Keim zu ihrer eigenen Entgleisung in sich selbst trägt. In diesem Fall wäre das die Vorstellung, dass es schon blasphemisch ist, Gott darzustellen oder sich einem Text interpretieren zu nähern, anstatt ihn als